Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die gesamte Initiative droht zu scheitern. Keine der goldenen Welten ist bewohnbar. Wir müssen neue Ressourcen finden. Aber dafür brauchen wir Leute. Wir brauchen mehr denn je einen Pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wir sind diese Kerle. Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Zeigt keine Gnade, tötet sie! I'm only human, famous man. I'm only human, so it takes a free day on me. Don't put the blame on me. I'm only human, after all. I'm only human, after all. Don't put the blame on me. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. EA präsentiert eine BioWare-Produktion. Jeder bedeutende Moment unserer Geschichte begann mit einem Traum. Hinter jeder großen Errungenschaft stehen Menschen, die bereit waren, alles dafür zu geben. Wir alle lassen unsere Familien zurück, unser Zuhause, den Geburtsort unserer Spezies. Einige streben nach der Entdeckung des Unbekannten, andere suchen nach einem Neubeginn. Doch welche Gründe wir auch haben, heute machen wir den ersten Schritt in eine neue Zukunft für die Menschheit. Heute beginnen wir, unseren Traum wahr werden zu lassen. Im Jahr 2185 lebt die Menschheit in einem goldenen Zeitalter der interstellaren Raumfahrt. Unsere Entdeckung uralter außerirdischer Ruinen auf dem Mars brachte unsere wissenschaftlichen und technologischen Kenntnisse um Jahrtausende nach vorne. Während viele neue Freiheiten herausfordern. Mass Effect Andromeda. Jahre später. Archeiberion. Belegung 20.000. Galaxie, Zielort Retard 7 im Nexus Cluster. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Mass Effect Andromeda. Ah!
Tief durchatmen. Gehen Sie es langsam an. 600 Jahre langsam angehen reichen. Ryder Scott, Aufklärungsexperte, Pathfinder-Missionsteam. Pathfinder-Team, diese Leute suchen uns eine Heimat. Wie wär's mit was Tropischem? Warmes Meer, das ganze Jahr über Sommer. Wollen wir ihm nicht erstmal einen Kaffee holen? Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Scott Ryder, mal sehen, wie es Ihnen geht. Hier hinsehen. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Sie sind heute Teil der ersten Welle von Archen, die Andromeda erreichen. Die neue Heimat der Menschheit. Bei ihm klingt das alles so einfach, nicht wahr? Selbst wenn es das nicht wird, wir sind bereit. Das hoffe ich. Wissen Sie etwas? Der Pathfinder will Sie alle in einer Stunde missionsbereit haben. Sehen Sie hierher. Weshalb die Eile? Weiß ich nicht, aber irgendwas ist faul. Okay, alles in Ordnung. Nur eine Sache noch, bevor ich Sie entlasse. Testen wir Ihr Sam-Implantat. Sam, überwachst du alles? Sam, bist du online? Ja, Dr. Tipero. Guten Morgen, Ryder. Fühlen Sie sich gut? Ich bin noch nicht ganz da. Was war das mit meinem Implantat? Nur ein Routinecheck. Wir wollen sichergehen, dass die Verbindung durch die Stase nicht beeinträchtigt wurde. Als Missionscomputer des Teams ist Ihr Wohlergehen mein Hauptanliegen. Vorausgesetzt, die Implantate funktionieren wie versprochen. Sam sieht, was Sie sehen, theoretisch. Genau wissen wir es erst im Einsatz. Wie fühlen Sie sich ansonsten? Wie ein 600 Jahre altes Eis am Stiel. Ich hoffe, es gibt genug Kaffee. Bestätige. Laut Ihres Adenosinspiegels in Ihrem System funktioniert das Neuralimplantat einwandfrei. Adeno was? Es bedeutet, Sie sind noch nicht ganz wach. Aber das ist kein Grund, Sie hier zu behalten. Außer Sie möchten noch bleiben, bis wir Ihre Schwester aufgeweckt haben. Es hilft immer ein vertrautes... Das klingt gar nicht gut. Schon. Was war das? Wissen wir nicht, die Sensoren sind gestört. Aber es ist schön, Sie zu sehen. Nach all diesen Jahrhunderten... Hier spricht der Pathfinder. Missionsteams, setzen Sie die Vorbereitungen fort. Cora, Riders, auf die Brücke. Sie haben ihn gehört, hier. Wir haben hier ein Problem. Bei Sarah Ryder. Was ist los? Weiß ich nicht. Ich muss mir das erst ansehen. Gehen wir erstmal dahin, wo wir hin sollen. Immer noch in Stase. Vitalwerte sehen gut aus. Angenehme Träume. Das war schräg. Wie meinen Sie das? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich geträumt habe. Ein Glück, dass da niemand drin war. Maschinenraum, hier Dokumentation. Eine der Kapseln.
gut. Die Hüllenintegrität auf Deck 4 liegt innerhalb sicherer Parameter. Die Synchro. Scott. Geht es meiner Schwester gut? Sarah ist okay. Ihre Vitalwerte sind bestens, aber der Wiederbelebungsvorgang wurde unterbrochen. Das klingt gar nicht gut. Keine Sorge. Das bedeutet lediglich, dass der Vorgang etwas länger dauert als üblich. Sam? Meine Verbindung zu Sarahs Implantat wurde unterbrochen, aber ihr Puls, ihre Atmung und Hirnaktivität sind völlig normal. Um sicher zu gehen, behalten wir sie noch eine Weile im Koma und lassen ihren Körper dann auf natürliche Weise das Bewusstsein wiedererlangen. Sie schafft das schon. Freut mich, das zu hören. Danke, Lexi. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Ich warte an der Tür auf Sie, Ryder. Kommen Sie hin, sobald wir los können. Keine Sorge, Ryder. Wir kümmern uns um Sie. Sie schafft das schon. Das klingt toll, oder? Zumindest so lange, bis die Schwerkraft ausfällt. Sehen, Ryder. Tut mir leid, aber ohne Kaffee. Sind Sie bereit? Was ist los? Die Energiewerte steigen. Hey, hier oben! Was auch immer die Arche getroffen hat, hat alles gegrillt. Wir müssen die Energielast ausgleichen, sonst könnte es zu einer Explosion kommen. Aber wir wissen nicht, wo der Defekt ist. Ryder könnte ihn finden. Er hat einen Scanner. Schnell, Ryder, setzen Sie ihn ein, um den Defekt zu lokalisieren. Bin schon dabei. Ich werde versuchen, Daten über die zweite Leitung zu erhalten. Hayward, du kümmerst dich hier. Ich überbrücke das Sicherheitssystem. Alles klar. Es gibt keine Hinweise auf einen Defekt in dieser... Relais 2C weist Beschädigungen durch eine Temperaturspitze auf. Ich habe das Problem gefunden. Ein defektes Relais. Ryder, könnten Sie das System zurücksetzen? Das war's. Es wurde zurückgesetzt. Ich leite die Energie jetzt um. Es klappt. Ein Glück. Das hätte für jeden auf der Kryostation das Ende bedeuten können. Gute Arbeit, Ryder. Jetzt können wir uns auf den Weg zur Bahn machen. Das war knapp. Wir sind gerade erst... ...in Andromeda angekommen und stecken schon in... Das Abenteuer beginnt. Ich bin mir nicht sicher, ob Ihr Vater das auch so sehen wird. Also dann, bringen Sie uns mal zur Brücke. Steuerkontrolle, Bericht. Wir driften. Die Flugsteuerung reagiert nicht. Wir müssen die Energieversorgung stabilisieren. Hauptenergie ist ausgefallen. Wir laufen auf den letzten Reserven. Unsere Position? Unbekannt, die Telemetrie ist defekt. Sam, wir brauchen mehr Daten. Ich kalibriere das Sensorgitter. Alec, bitte. Sie sind zwar der Pathfinder, aber das ist mein Schiff. Das Protokoll ist eindeutig, Captain.
Besteht kein Kontakt zu Nexus oder den anderen Archen, begeben wir uns zur vorgesehenen goldenen Welt, auf festen Boden. Falls es sie überhaupt gibt. Niemand hat irgendetwas von einer Energiewolke gesagt. Oder womit auch immer wir es hier zu tun haben. Alec, ich muss die Schäden einschätzen und Reparaturen einleiten. Wir haben 20.000 schlafende Menschen an Bord. Geben wir ihnen die Chance aufzuwachen. Was denken Sie? Die hat das Kommando. Sie ist der Captain. Das letzte Wort sollte bei ihr liegen. Naja, er könnte... Es geht nicht darum, wer hier das letzte Wort hat. Ja, Sir. Wir kommen raus! Mein Gott! Ist das unsere goldene Welt? Das ist Habitat 7, die neue Erde, wenn wir Glück haben. Alle unsere Langstreckenscans haben sie als die perfekte Welt für eine Besiedlung ausgewiesen. So sieht sie aber nicht aus. Wir wissen nicht, wie schlimm es ist. Sie ist immer noch unsere beste Chance. Mag sein, aber es steht viel auf dem Spiel. Sam? Die Energie des Phänomens stört unsere Sensoren. Planetare Bedingungen sind unbekannt. Wir sind havariert und treiben mit 20.000 Seelen durchs All. Wenn uns die Energie ausgeht, wir müssen wissen, ob wir dort leben können. Und wenn nicht? Dann muss ich als Pathfinder eine Alternative finden. Dafür wurden wir ausgebildet. Aber mit etwas Glück sind wir schon zu Hause. Gut, aber beeilen Sie sich. Harper, der Rest des Teams sollte jetzt wach sein. Lassen Sie zwei Shuttles bereit machen. Wir starten in 30 Minuten. Ja, Sir. Er ist dickköpfig, nicht wahr? Er ist besorgt. Auf seine Art. Geben Sie ihm eine Chance. Sie haben recht. Er ist unser Pathfinder. Wenn das hier schief geht, brauchen wir ihn mehr als je zuvor. Ich brauche den Status der Reparaturen. Ohne Sensoren sind wir blind. Sarah wird's hassen, dass sie das hier verpasst. Sind alle Riders Adrenalin-Junkies? Ich schätze, es liegt uns im Blut. Sie kam eine Minute vor mir auf die Welt. Sie konnte es nicht erwarten. Nur keine Sorge. Ich bin mir sicher, sie kommt durch. Ja. Und sie wird Geschichten hören wollen. Also gehen wir da raus und erleben welche. Okay. Sie sollten ihren Helm holen. Und machen Sie vielleicht nochmal am Glücksstein halt, bevor wir aufbrechen. Am was? Ein alter Aberglaube ihres Vaters. Der Glücksstein. Ihr Vater war... Laut Analyse handelt es sich um Alkalifeld, Spat und Quarz, allgemein bekannt als Granit. Ich brauche nach wie vor ein Update über unser Sensor. Super. Bitte machen Sie so schnell wie möglich Meldung. Nein. Genau deshalb bin ich auch hier. Erledigt. Sehr schön. Der Pathfinder wünscht außerdem, dass Sie sich bewaffnen. Ich habe den Waffenschrank geöffnet. Rechnen wir mit Problemen, Sam? Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme. Bitte bewaffnen Sie es. Ich hoffe, ich werde das Ding nicht brauchen. Man weiß nie. Gehen wir jetzt zu den Shuttles. Ich brauche nach wie vor ein Update über unser Netz. Hey, Ryder. Sie sind Kirkland, stimmt's? Ja. Wir haben uns kurz getroffen, bevor die Hyperion die Erde verlassen hat. Kennen Sie eigentlich Greer schon? Hallo. Hat Ihr Dad irgendwas dazu gesagt, was hier los ist? Sieht aus, als wären wir bereits zu Hause. Das ist eine Erleichterung. Ich war mir angesichts der Vorkommnisse nicht sicher. Tja, dann kann ich jetzt wohl auspacken. Ich kriege Vorkaufsrecht auf alle Inseln, die wir finden. Wir sehen uns dann auf dem Flug nach unten. Vorsicht, mitten ins Schwarze beim ersten Versuch. Wie du sagst, das Habitat
Ryder? Hey, Fischer, wie geht's? Ich habe von der Brücke Leuten hören, dass ihr Vater und der Captain in dieser Sache nicht einer Meinung sind. Hier spricht der Captain. Ich brauche Nachrichten. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Okay. Dann tue ich einfach so, als hätte ich nicht gehört, dass Sie auf Duns Seite waren. Noch mehr Gerüchte. Mag sein. Aber am Ende ist es doch so, dass das Pathfinder-Team dem Pathfinder untersteht. Außerdem ist Ihr Dad hier der N7. Er ist der beste Schütze. Ich gehe dahin, wo er hingeht. Zum Glück ist das Ding gesichert. Lieber nicht. Auf dieser Mission bleibt keine Zeit für eine Pinkelpause. Shuttle-Teams, bereithalten zum Start in 5 Minuten. Nicht gerade ein typischer Tag im Büro, ha? Das hier ist die komplizierteste Reise, die je unternommen wurde. Da kann nun mal nicht alles glatt laufen. Zumindest können wir jetzt beweisen, was in uns steckt. Ich habe mich immer gefragt, wie es war, als die ersten Entdecker das Meer überquerten. Sie hatten zur Orientierung nur die Sterne und einen Kompass. Und eine Karte mit der Warnung, hier leben Drachen. Naja, wenn sie es geschafft haben, schaffen wir es auch. Und vielleicht begegnen wir ja unterwegs wirklich einem Drachen. Ehrlich gesagt, esse ich lieber, als gegessen zu werden. Ach, man ist erst dann ein echter Entdecker, wenn man ein paar Narben hat. Oder Bissspuren. Alles klar. Machen wir uns auf den Weg zum Shuttle. Ja, dann mal los. Dr. Carlyle, braucht sie die Arche im Moment nicht deutlich dringender als wir? Der Pathfinder will einen Arzt vor Ort. Und ich will mir unser mögliches neues Zuhause ansehen. Na, ich auch. Uns erwartet ein historischer Moment. Haben Sie schon ein Zitat parat? Ein kleiner Schritt. Ich denke, diese Ehre gebührt Ihrem Vater. Okay, Leute. Aufbruch in 5 Minuten. Sir, das Team wurde wie befohlen bewaffnet. Sollten wir irgendetwas wissen? Angesichts der Situation erschien es mir sinnvoll. Ohne Sarah sind wir einer zu wenig. Ich habe gehört, was passiert ist. Aber deine Schwester ist stark. Sie schafft das. Sie würde nicht wollen, dass wir uns Sorgen machen. Du hast recht. Die Mission hat Vorrang. Auch wenn eure Mutter dem wohl kaum zugestimmt hätte. Ich habe ihr versprochen, euch sicher hierher zu bringen. Okay, herhören. Sie alle sind nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten und Leidenschaft Teil des Pathfinder-Teams, sondern auch, weil sie genau wie ich Träumer sind. Wir träumen davon, das Unbekannte zu erforschen, den Rand der Karte zu erreichen und herauszufinden, was dahinter liegt. Die Menschen werden auf diesen Tag zurückblicken und sich erinnern, dass wir an unserem Traum festgehalten haben. Dass unsere ersten zaghaften Schritte in Andromeda der Beginn all dessen waren, was Sie kennen. Wir haben nur eine Chance, die Ersten zu sein. Lassen Sie uns Geschichte schreiben. Darauf habe ich 600 Jahre gewartet. Archimperion, wir Shuttle 1, wir schalten auf manuelle Steuerung. Shuttle 2, folgt diesem Weg. Wir gehen auf Vektor 135. Navigation. Verstanden. Sehr gut. Wow, sehen Sie sich das an. Was auch immer das ist, es hat die Hyperion lahmgelegt. Vermute eine instabile Ansammlung dunkler Energie. Wenn du es sagst. Halten Sie sich fern. Unser Vektor sieht gut aus. Wir
Gravitationsanomalie. Das war's. Ich beschleunige auf Reisegeschwindigkeit. Ich hatte in der Milchstraße keine Gelegenheit, mich vorzustellen. Liam Costa, Sicherheitsexperte und Spezialist für Sondereinsätze. Freut mich, Liam. Kaum zu glauben, endlich ist es soweit. Besser als nur darüber zu lesen. Reduziere Geschwindigkeit, der Planet liegt vor uns. Perion, hören Sie uns? Kontakt ab. Festhalten, ich leite den Eintritt in die Atmosphäre ein. Es geht los! Flugleitsystem ist gestört. Die Steuerung macht, was sie will. Anflugvektor und drei Grad nach Steuerbord kommen. Wir sind dort. Heilige! Shuttle 2, sehen Sie das auch? Bestätige. Von hier aus sieht das nicht gerade nach einer goldenen Welt aus. Die Ionisierungswerte steigen an. Behalten Sie den Kurs zur Landezone bei. Sauerstoffwerte unterhalb der menschlichen Toleranzgrenze. Ist das der richtige Planet? Ich dachte, wir hätten das geklärt. Konzentrieren, Shuttle 2. Die Berge schweben. Bodenstruktur, Backbord. Sie muss ziemlich fortschrittlich sein. Hyperion, Ihr Pathfinder. Wir sind auf Spuren einer fremden Zivilisation gestoßen. Hat uns jemand gesehen? Und wenn Sie nicht freundlich sind? Wir befolgen das Kontaktprotokoll. Keine tödliche Gewalt, solange nicht offensichtlich feindliche Absichten bestehen. Beschleunigung erhöht sich. Ach, wirklich? Ihr Jetpack hat eine Fehlfunktion. Bring das in Ordnung! Erreicht tödliche Geschwindigkeit. Sir!